Mein persönliches Paradies schaut so aus, dass mir das Herz aufgeht, wenn ich dort bin. Und ja, das ist einfach in Kärnten für mich. Aber auch in Wien, wo ich 30 Jahre gelebt habe. Aber auch in New York, wo ich gern auf Urlaub bin. Also eigentlich überall ist das Paradies, wo ich Leute treffe, die mich verstehen, die meine Interessen teilen, die mich annehmen, so wie ich bin.